Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Olivia Isabel und heute werde ich eine Roomtour starten. Dafür habe ich gerade extra mein Zimmer aufgeräumt. So kommt man in mein Zimmer rein. Also es ist schon ziemlich groß. Muss ich ehrlich sagen, das war auch eigentlich nicht gedacht, dass es mein Zimmer wird. Das ist mein Morgenmantel. Ich liebe den, der ist von Victoria's Secret. Dann geht es hier weiter. Ich habe hier so Kleiderstangen. Und dieses Taschendings. Und ich mag das eigentlich überhaupt nicht, weil, also früher fand ich es voll cool, deswegen habe ich es ja auch, aber mittlerweile will ich einfach nur hier so einen zuenden Kleiderschrank haben, weil ich es einfach schöner finde. Ich weiß auch nicht. Aber naja, auf jeden Fall habe ich hier Taschen, Jacken, so dickere Pullis, ja, alles, was dazu gehört, meine Tücher, Taschen. Hier habe ich ein paar Schuhe, die ziehe ich eigentlich alle nicht an, außer die hier. Dann habe ich hier dieses Taschenregal, das kennen wahrscheinlich auch ziemlich viele, das ist auch von Ikea. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist schon praktisch für die Taschen halt, weil ich weiß nicht, wo ich die sonst hin tun soll. Aber das gefällt mir nicht. Also ich weiß auch nicht, das sieht aus wie so ein Turm. Ich hätte lieber so ein Schrank mäßig, vielleicht mit einer Glastür. Dann kommen wir hier weiter. Da sind meine hellen Sachen, auch wieder Jacken, Pullis und so ein paar Blusen, die ich eben nicht einfach so in meinen Schrank legen möchte. Und genau, das ist meine Tasche, die ich zum Sport verwende. Das ist richtig praktisch. Ich kann die einfach nehmen und dann losgehen, weil ich die meistens schon vorher gepackt habe. Genau, und die Kleiderstangen und dieses Regal ist auch alles von IKEA. Dann dieser Stuhl ist eigentlich ein Stuhl, der auf meinem Balkon gehört. Aber der steht im Winter halt drin, weil das sonst wahrscheinlich kaputt gehen würde. Dann habe ich hier eine Lampe, die habe ich von unten geklaut, weil ich eigentlich auch so eine haben wollte, aber irgendwie kam mir noch nicht dazu, eine neue zu kaufen. Und es ist halt unten eine weniger, aber ist ja nicht schlimm. Die ist auch von Ikea und das weiß ich leider nicht. Genau, dann hier ist mein Balkon, da können wir auch gleich mal rausschauen. Also es ist zwar ziemlich klein, aber ich finde es echt mega nice, einen Balkon zu haben. Hier habe ich so einen kleinen süßen Türstopper für den Balkon, wenn ich mal lüften möchte oder halt einfach die Tür offen haben möchte. Da steht meine Shisha. Ich finde, der Platz ist eigentlich ganz gut. Mein Schreibtisch. Also der Schreibtisch ist meistens nicht so ordentlich wie jetzt. Jetzt habe ich ja auch keine Klausuren mehr oder sowas, aber ich mache da alles. Also ich habe auch keinen Schminktisch oder so. Ich stelle einfach meinen Spiegel dahin, nehme meine Box und schmink mich dann einfach hier. Das klappt voll gut. Vor allen Dingen räume ich ja auch immer gleich alles wieder weg. Das ist echt sehr gut. Meine Möbel sind eigentlich fast alle von Ikea. Das ist von Ikea, der Schreibtischstuhl. Den finde ich eigentlich echt, der ist mega schön und ich finde den richtig bequem. Der Schreibtisch ist auch, aber der ist schon ziemlich alt. Also den habe ich schon seit ich glaube, seit ich in der Grundschule bin, habe ich schon diesen Schreibtisch, also schon sehr lange. Und das ist halt einfach nur so eine Platte, die kann man auch hochheben. Und das steht einfach nur auf diesen Beinen drauf, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Da unten habe ich halt so Ordner drin, Mäppchen, Taschenrechner und so. So, was ich wichtig finde bei einem Schreibtisch, ist, dass die Platte richtig groß ist. Also die ist wirklich ziemlich breit und auch lang. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man da Sachen verstauen kann, weil ich weiß echt nicht, wo die anderen Leute alle ihre Schulsachen hin tun. Aber ich habe hier Ordner voll, da ist so Tacker und so weiter. Hier Ordner und ich habe ja da auch noch Ordner drin. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja auch gerade erst mal im dritten Semester, also da kommt noch ein bisschen was dazu. Als ich diese Spiegeltür da eingebaut habe, habe ich das Kästchen schon mal gezeigt. Und wie gesagt, da sind so Shisha-Sachen, da sind noch ein paar Ordner für die Uni drin. Das ist meine Schminkbox. Da sind alle meine Schminksachen drin, da auch. Da habe ich so Haarklammern drin. Das sind so ein paar Bücher, die einfach schön sind. Da habe ich alles Mögliche drin. Also da ist Glätteisen, da so Zahnspangen. Da sind meine ganzen Sachen für Ladekabel, Kamera und so Zeug. Da ist noch eine Lidschattenpalette. Ja, alles Mögliche. So noch so ein eingepacktes Waschdings. Und ja, dieser Schrank an sich ist von Ikea und die, wie heißt denn das? Diese Spiegelplatte auch und die Schminkbox übrigens auch, weil mich da schon welche gefragt haben. So, das ist mein Schminkspiegel und ich bin so froh, dass ich den gekauft habe, weil den kann man einfach nehmen und dann zum Schreibtisch stellen und sich einfach schminken. Das ist einfach mega praktisch. Da ist mein Schmuck drin. Diesen Teppich habe ich noch nicht so lange.
Aber ich liebe den. Also der wird zwar ein bisschen schneller dreckig, aber ich sauge ja ziemlich auf, deswegen geht's dann voll. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut erkennen kann, aber der ist schon ziemlich groß. Ich finde, Teppich macht mega viel aus. Erstens, der ist total hell. Das hält mein Zimmer extrem auf im Gegensatz zu vorher. Ihr müsst euch vorstellen, das war alles vorher so in dieser Parkettfarbe, so dunkel. Und es macht auch viel gemütlicher. Der Spiegel ist auch von Ikea. Es ist wirklich oft so, ich lege mich hier auf den Boden und so lehne mich so an den Bären an. Das ist echt irgendwie chillig, keine Ahnung. Ich lege mich lieber auf den Boden als in mein Bett, weil, wie man sieht, mein Bett ist gemacht und ich will auch, dass das so bleibt. Also ich mache das jeden Tag, mein Bett, ungefähr so. Also eigentlich immer genau so gleich. Und ich will dann mich da nicht reinlegen irgendwie. Also nur, wenn ich dann abends, wenn mir wirklich kalt ist oder so. Aber sonst liege ich immer am Boden. Auf jeden Fall, genau, dieses Bett ist von HG Royal. Ich versuche mal zu schauen, ob ich die Sachen bzw. die Seiten finde und werde sie dann unten in der Infobox markieren. Weil ziemlich viele Leute haben mich schon nach diesem Bett gefragt, weil es ist einfach mega. Also ich habe mir das genau vor einem Jahr geholt und das ist einfach nice, weil das ist 1,80 auf 2 Meter. Und das Praktische an diesem Bett ist, dass man hier unten, da wo diese Grifflöcher sind, das noch so aufmachen kann, auf der anderen Seite genauso, um noch Sachen zu verstauen. Also auf dieser Seite habe ich jetzt nichts drin, weil ich da ja nicht hinkomme. Aber da schon noch so alte Klamotten, Bikinis und so Sachen, die ich halt wirklich eigentlich nie brauche. Und ja, aber das ist kein Problem, das aufzumachen. Also geht echt easy. So, dann das hier ist mein Kleiderschrank. Also ich weiß, das ist eigentlich nur eine Kommode. Aber irgendwie damals, als wir die Zimmer getauscht haben, habe ich meinen Schrank, ich hatte keinen Bock mehr auf den Schrank, ich fand ihn einfach blöd. Und dann habe ich mir gedacht, ich will einfach keinen mehr und ich hatte auch irgendwie keinen Platz hier. Also das Zimmer ist wirklich riesengroß, aber ich habe eigentlich keinen Platz für einen Kleiderschrank. Und ja, eigentlich möchte ich nicht so viel hier oben draufstehen haben, aber das sind meine Creams, die ich oft benutze, also Handcreme halt. Dann Kerzen, also die sind jetzt nicht nur fürs Video an, ich mache die auch wirklich immer an, weil das sind Duftkerzen. Also wenn die nicht riechen würden, würde ich sie nicht anmachen, weil das irgendwie, das bringt irgendwie nichts. Aber ich liebe das einfach, weil mein Zimmer gut riecht. Hier ist meine Mini-Parfum-Sammlung. Ja, ich habe einfach, das ist so eine Platte. Die habe ich, glaube ich, auf einer Baustelle gefunden oder so. Das ist eigentlich eine Fliese für ein Bad. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so schön. Ich wollte das nur einfach irgendwo draufstellen. Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach was Schönem. Also nach einer schönen Platte für mein Parfüm. Aber irgendwie habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, was mir gefällt. Dann hier, ich wollte schon länger mal eine Roomtour machen. Aber es hat ja immer nicht geklappt wegen dieser Ecke. Und zwar hatte ich eine Zeit lang echt alles da drin stehen. Also meine Klamotten, meine alten Klamotten, waren alle in Wäschekörben da irgendwo in der Ecke gestanden und das war halt alles irgendwie nicht so nice und ich wusste auch nicht, wo ich das hin tun soll. Und ja, weil das Ding ist, diese Kommode, die geht bis dahinter und die gehört mir nicht. Da sind Sachen drin, die mir auch nicht gehören und ja. Deswegen ist es auch wegen dieser Schräge ein bisschen kompliziert und wegen diesem Klotz da. Ja, aber ich glaube, ich habe das ganz gut geregelt. Dann hier haben wir meine Musikanlage, noch so meinen alten Laptop, die ganzen Fernbedienungen, ein Stativ für meine Kamera und so weiter. Ich habe zwei Fernseher, weil ich hatte zuerst den, aber der Bildschirm von dem vorderen ist ein bisschen größer und deswegen habe ich dann den aus dem Keller geholt. Hinten da habe ich irgendwo einen Fernsehanschluss, einen Satellitenanschluss. Aber das benutze ich nicht, also weil wir schauen halt keinen Fernseher. Genau, dann das Ringlicht habe ich auch neu. Da habe ich so einen Aufsatz für Handy. Und das war es eigentlich auch schon. Also hier sieht man das. Also ich finde es echt mega schön. Das Licht kommt vom Balkon richtig schön hier rein. Es macht richtig hell. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres. Ich bin echt mega glücklich mit meinem Zimmer und zufrieden. Und ja, mir ist halt ziemlich wichtig, dass es schön hell und ordentlich ist. Wenn Chaos in meinem Zimmer ist, ist auch Chaos in meinem Kopf. Also das geht gar nicht. Ich muss einfach immer aufgeräumt haben und das ordentlich haben, dass nichts rumliegt und so. Deswegen
Ja. So, das war es auch schon mit der Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch ein paar Ideen habt für diese Ecke da hinten, welche Möbel ich da hinstellen könnte, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst ein Abo da und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.